Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, Whisky auf meine ganz persönliche Art und Weise kennenzulernen. Heute werden wir mal keine Blindverkostung machen, sondern wir probieren etwas aus. Und zwar, es gibt ja Sherry Finish, Madeira Finish und noch ein paar andere Finische. Und ich habe mich schon mal gefragt, wie schmeckt eigentlich Madeira? Wie schmeckt eigentlich ein PX Sherry? Ja, ein PX Sherry zu kaufen ist gar nicht so einfach. Wenn man im Supermarkt geht, dann kriegt man zwar Sherry, Sherry, Sherrys, aber es steht hinten nicht drauf, ob es ein Oloroso oder ein PX Sherry ist. Gar nichts. Ja, also habe ich dann einmal ein PX Sherry gekauft, bestellt. Brauche ich nicht gerade sagen, wo, ist auch nicht so wichtig. Und ich habe, das habe ich dann beim Supermarkt gekauft, ein Madeira. Der Sherry, das ist ein von Don Soilo oder so ähnlich ausgesprochen. Das ist ein 12-jähriger Sherry. Und dieser Madeira, der eigentlich auch nicht so schlecht schmeckt, das ist von Flagmans. Ja, ich will keine speziellen Werbung machen für diese Flaschen. Ich habe nur festgestellt, Madeira hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Sherry, so ganz allgemein. Also so eine leichte Sherry-Note ist drin. Was ich unter Sherry dieses, es ist so eine, ist keine bittere Note, das ist so eine prägnant stechende Note. Nicht scharf, sondern so was Besonderes halt. Und das gibt es halt nur bei Sherry. Bei den einfachen Sherry-Sorten, wenn man so kaufen kann, ist es sehr stark ausgeprägt. Ich glaube, je teurer ein Sherry ist, umso weniger ist das ausgeprägt. Ja, was will ich denn heute machen? Ich will ja nicht nur über Sherrys und über Madeira, also über Weine sprechen. Das sind ja beides Weine. Sondern ich will einmal kurz die Weine verkosten und dann euch ein bisschen zeigen. Und dann werde ich was ausprobieren, beziehungsweise was vorbereiten zum Ausprobieren. Also, als erstes mal gucken wir uns mal an, was denn so ein richtig guter Sherry wieder aussieht und wieder schmeckt. Also, wenn man sich mal die Farbe anschaut, das Ding ist unsagbar dunkel. Also wirklich dunkel. Das ist unglaublich. Also, das ist dunkler als Coca-Cola. Und dann vom Geruch her, erinnert es mich an Rosinen, eingelegte Rosinen. Also Sherry, so dieses typische Sherry ist da gar nicht mehr. Und zwar unsagbar intensiv. Vom süß ist er, wie wirklich aufgelöste Rosinen, die flüssige Rosinen. Genau so schmeckt dieser Sherry. Man kann sich wirklich dran gewöhnen. Es war natürlich extrem süß. Jemand, der nicht so süß mag, wird das natürlich nicht so mögen. Aber für eine Grundlage, um gewisse Getränke auch zu verändern, wie Whisky, ja, ist das sehr gut geeignet. Machen wir nochmal hier den Madeira kurz auf. Ja, der ist jetzt natürlich nicht so eine hohe Qualität wie der Sherry. Wir gucken mal uns an. Der ist zwar auch dunkel, aber wie man sieht, heller. Also er ist, ja, also hier kann man wenigstens noch irgendwie durchsehen. Vom Geruch her ist er wesentlich schwächer. Er ist hat eine leicht säuerliche Note. Man erkennt also viel stärker heraus, dass es ein Wein ist. Und jetzt noch ein bisschen probieren. Also würde ich ihn blind verkosten, ich würde ihn für einen Sherry halten. Ganz ehrlich. Er ist ja wie eine Orolose Sherry. Ich habe eine Orolose Sherry geholt, aber Orolose, der war aber sweet, glaube ich, und der war noch ein bisschen besser als der hier, also auf jeden Fall vom Geschmacksfülle. Aber man kann mit diesem
Wein, durchaus was anfangen. Ja, der zweite Schluck ist sogar noch besser. Jetzt kommt sogar Speichelfluss. Er hat eine schöne Komponente. Er ist nicht so extrem, aber er ist sehr angenehm in vielen Punkten. Also doch, man kann sich an sowas gewöhnen. So, was wollen wir jetzt aber machen? Jetzt machen wir etwas, was wahrscheinlich die Whisky-Freunde nicht so gerne sehen. Ich sehe gerade, ich habe wahrscheinlich hier von dem ein bisschen viel. Deswegen werde ich jetzt mal nochmal ein zusätzliches Glas holen. Ups. Und was machen wir? Wir werden mal Whisky mit Sherry vermischen. Ich habe dann schon vorher mal ein paar Whiskys ausprobiert. Also, ich kann nur eins sagen: Ein Whisky kann man nicht, also einen schlechten Whisky kann man nicht verdecken. Wenn der Fehlnoten drin hat, dann schlagen die auch durch. Wenn ich also, ich habe das mit dem McIntyre probiert, schlägt voll durch, mit dem Famous Grouse. Kommt auch voll durch. Also das, die Geschmäcker, die ich nicht mag, sind da einfach da. Also der Whisky an sich wird nicht, wenn man ihn mit sozusagen hier ein bisschen puncht, ja, von der Grundart her verändert. Also was habe ich mir überlegt? Ich werde jetzt trotzdem hier den Glenfiddich 12 Jahre nehmen. Es ist ein guter Standard-Whisky. Er hat nicht die tiefen Charakterzüge, das heißt, da ist nicht schon mit Sherry gefinisht worden oder sowas. Das ist ein schöner Single Malt und den werde ich jetzt als Basis nehmen. Ja. So, ich mache ein bisschen mehr rein. Ich werde das nicht alles austrinken. Nein, das wäre auch ein bisschen zu viel. Und dann ja, noch ein bisschen, mal kurz gucken. Ja. Klitzekleines Stückchen mehr. Und dann werden wir jetzt ein kleines bisschen von diesem Sherry mal da reinlegen. Wir gucken uns die Farbe hier an. Die ist so ein bisschen goldig. Ja, ob es ein bisschen heller ist, würde ich schon sagen. Aber so einen schönen Goldton hat es. Etwas helleren Goldton. So, dann machen wir ein bisschen rein. So, weil. Hoffentlich nicht zu viel, weil so jetzt hängt er. Ihr seht, unten ist der Sherry, es vermischt sich nicht so sonderlich gut. Klar, es sind halt verschiedene Hubstoffe. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir so eine dunkelrote, bräunliche Komponente drin. Wenn wir jetzt den Whisky uns anriechen, ja, dann riecht der Whisky plötzlich voluminöser. Fruchtiger. Ja, ich werde noch mal ganz kurz. Ich muss doch ein bisschen gucken, man noch ein, damit ich das kontrollieren kann. Ist jetzt ein bisschen schwer. Hätte ich vorher einen kleinen Schluck von dem hier ausprobieren sollen. Also wenn ich das jetzt direkt vergleiche, der ist fein. Der hat die Malznoten drin, die leichten Vanillennoten, Zitrusnoten. Und der hat mehr die Fruchtnoten drin. So, wenn ich sage Zitrus, dann ist der hier schon auf dem Weg nach unten. Und ich glaube, der könnte noch ein klitzekleines Stück. Wir wollen ja sozusagen eine kleine Sherry-Bombe, aber nicht zu extrem. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Nur wirklich ein paar Tropfen, weil das kann ziemlich schnell umschlagen. Ja. Jetzt muss ich gucken, dass das auch sich vermischt. Ja, ich glaube, jetzt müsste es vermischt sein. Ja, jetzt ist es noch intensiver. Und jetzt kommt nur eine runde Note dabei. Also
von der Farbe her kann man das jetzt gut sehen, wie stark. Hier ist wirklich nur ganz wenig Sherry drin, gar nicht viel. Der ist einfach so intensiv von der Farbe her. Der legt eigentlich sofort also den Schalter um und schon ist das ein dunkler Whisky. Also, ich hoffe, das mit könnt ihr schon mal sehen, wie leicht man im Endeffekt, ich will nicht sagen betrügen, aber wie leicht ein Whisky durch einen Sherry-Fass verändert wird. So, und diese Variante werde ich dann in eine Flasche legen. Die habe ich dann mit F1 gekennzeichnet. So. F1 werde ich dann umfüllen, das brauche ich euch nicht zu zeigen, weil das ist ja ein bisschen langweilig. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Madeira. Das heißt, wir wollen auch hier wieder. Ja, da ist schon vorher was drin. Ja, das reicht. Aber wir müssen ja eh einiges reinschütten. Wir müssen dann gleich eine ganze Flasche voll machen, damit wir das dann bei der nächsten Blindverkostung auch voll nutzen können. Mal sehen, wo ist denn ja eigentlich die Markierung? Da. Okay, gut. Hier war wirklich nur ganz unten ganz wenig noch drin gewesen. Und auch hier sieht man schon mal, wie die Farbe sich doch erheblich ändert. Jetzt mache ich erstmal das Aroma. Oh, also das ist ein Hammer. Viel fruchtiger, also ich würde das nicht mehr rausriechen, dass das also ein kleiner Fittich ist. Ja, nur ja, also unglaublich. So Fruchtaromen drin, ganz feine Beerennoten. Ah, ich frage mich, ob ich jetzt das so lassen soll oder sogar noch eine kleine Spur mehr. Ich mache einen Tropfen mehr rein. Habe ich das Gefühl. Tropfen mehr rein. Und dann da muss ich vorsichtig sein. So, nicht viel. Hier nochmal. Von der Farbe ändert sich jetzt relativ wenig. So, die Farbe ist nur ein bisschen dunkler geworden, aber nicht viel. Ja, weil der auch nicht so dunkel ist. Also der hat nicht so eine färbende Wirkung. Ach, also unglaubliche Erinnerung. So voll, so angenehm. Dagegen ist der flach, ja. Probiere ich mal was. Fruchtaromen kommen rüber. Dann Schokolade. Also, jetzt so einen kleinen, ganz kleinen Anhauch von, ja, ich würde nicht sagen Fass. Es ist eher so, als würde man so eine Nuss anlecken. Ja, also, so ganz weich nochmal so ein Moment drin. Wenn ich dann jetzt mal den Farkles Original. Hier kommt eine Spritzigkeit rein. Das ist bei den anderen nicht der Fall. Oh, ja. Aber auch hier Schokoladennoten, aber nicht so stark, komischerweise. Also hier wird einiges addiert. Also kommt hinzu. Also diese zwei Whiskys, die ich jetzt hier habe, die werde ich also in meiner Probefläche, also die mit Madeira, kommt in F2. Dann wird es in einer meiner nächsten Videos diese Fake oder Kombination, die ich jetzt hier gemacht habe, werde ich auch blind verkosten. Mal gucken, ob ich es herausfinde. Und es kann durchaus sein, dass ich dann ja den super finde oder schlecht finde. Aber ich gebe dann mal eine Bewertung ab. Wenn ich den aber dann wirklich mal einmal herausgeschmeckt habe, dann kommt er auch aus der Range raus. Wird also nicht immer und immer wieder getestet, so wie die ganzen anderen Whiskys, die ich hier habe, bis sie leer sind, sondern es wird halt so einmal geprüft.
So, wollen wir das wollen wir das Video nicht so lange machen? Ich glaube, das ist auch wieder ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich denke mal, das Thema Whiskys und ich sag jetzt mal nasse Fässer, ja, so als Hinweis, das ist durchaus meine Überlegung wert, was da gemacht wird und wo man viel Geld ausgibt, wo man glaubt, oha, da kriegt man was ganz Tolles. Man kriegt ja auch was Tolles, aber wie ist es hergestellt worden? Okay, ich habe hier jetzt meine ganz klar die Karten auf den Tisch gelegt und werde die blind verkosten irgendwann mal und dann werdet ihr sehen, wie ich diese Whiskys finde. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten würde ich mich über einen Kommentar freuen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!